Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameTogether.de. Im letzten Video haben wir euch bereits Anschraubhüllen und Fittinge präsentiert und heute und hier in dem sechsten Video unseres Videotagebuches möchten wir euch natürlich den CPU-Kühler noch vorstellen. Wie gehabt, schauen wir uns erstmal die Verpackung an, schauen dann, was sich alles im Lieferumfang befindet. Und im weiteren Verlauf, wenn ich euch den Kühler zeige, werde ich noch ein paar Details zu dem neuen Kühlerdesign vorstellen und werde euch auch mal zeigen, wie das Ganze dann auszusehen hat, wenn die Fittinge, beziehungsweise in dem Fall die 1613 Anschraubhüllen montiert sind. Ich werde auch die Intel-Halterung natürlich schon mal dran stecken. Ja, auf jeden Fall fangen wir erstmal an. Wie gehabt, mattes Schwarz. AlphaCool. Wir haben hier unten das AlphaCool Logo natürlich. Wir haben hier mittig noch die beiden Produkte abgedruckt in der Standardausführung. Also es befindet sich halt nur ein Kühler natürlich im Lieferumfang. Aber das waren so die Anfänge. Einmal schwarz und dann dieses Grau, sage ich mal. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um den AlphaCool IceBlock XPX CPU Kühler. Da gibt es auch noch ein paar Besonderheiten. Es gibt einen Modding Kit dafür. Und da könnt ihr halt verschiedene Farben noch kaufen, zum Beispiel Rot, Blau, es gibt Weiß und dann gibt es ja wie gesagt jetzt schon seit geraumer Zeit auch noch die Plexi-Version und natürlich die Version, die sandbestrahlt ist, was dann quasi den Zusatznamen Saturn trägt und genau den haben wir hier drinne, zumindest hoffen wir das. So. Schauen wir erstmal, was wir im Lieferumfang haben. Scope of Delivery, Lieferumfang. Das, was hier abgedruckt ist, sollte auf jeden Fall auch im Lieferumfang drin sein. Wie gesagt, ihr habt einmal AMD und Intel Mounting Kits dabei, alle nötigen Schrauben, die Backplate, Wärmeleitpaste. Ihr habt noch Screw Caps, das heißt, ihr habt hier diese Federn. Und damit man die halt am Ende nicht sieht, gibt es halt diese Screw Caps. Auch die gibt es in den Modding Kits. Das heißt, solltet ihr euch für so ein Modding-Kit entscheiden, zum Beispiel mit einem blauen Deckel, haben eure Screw-Caps auch die Farbe blau. Genau das gleiche wie auch bei den roten etc. pp. Schauen wir weiter. Der Aufbau des Kühlers. Preparing the Hardware. Dementsprechend, wie müsst ihr das Ganze vorbereiten? Ich denke mal, jeder, der sich jetzt hier eine Wasserkühlung einbaut, wird schon wissen, wie das Ganze zu funktionieren hat. Kurze Anleitung zu dem Intel- und AMD-Mounting-Kit natürlich. Wenn das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Putting on Screw Caps, ja, ist auch selbsterklärend. Wie gesagt, 3-Pin-Connector. Ja. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Auch ein bisschen in Farbe abgedruckt. Nicht so Standard schwarz-weiß. Was man sonst so bei anderen Herstellern stellenweise vorgesetzt bekommt. So, Intel Mounting Kit. Wir haben dabei natürlich die Backplate, das Mounting Kit, das werden wir auch gleich noch montieren und halt dementsprechend die ganzen Schrauben. Hier befindet sich dann das gleiche nochmal in AMD-Version. Die brauchen wir jetzt hier nicht, die werden wir jetzt auch nicht weiter berücksichtigen, kommt ja eh nicht zum Einsatz. Dann haben wir noch XPX Extreme. Wärmeleitpaste. Do not eat. Ja, wir sind keine Amerikaner, wir benötigen diese Information in der Regel nicht. Aber nun gut, was soll's. Hier noch ein wenig Zubehör. Screw Caps sind aus Metall. Auf jeden Fall sehr cool. Also kein Plastik oder Gummi oder sonstiges. Das benötigen wir auch noch für die Montage. Und hier kommen wir auch schon zum CPU-Kühler, der echt verdammt schwer hier rauszubekommen ist, was natürlich sehr gut ist für den Transport. Wenig bis gar kein Spiel, da kann nichts passieren. Dann das gute Stück hier auch nochmal auspacken. So, wir haben es ja schon angedeutet, unser komplettes System wird in sandbestrahlten Plexiglas erscheinen, sprich diesen klassischen Saturn-Look haben. Die Hardtubes haben das, die Ausgleichsbehälter haben wir euch ja auch bereits vorgestellt. Und dementsprechend liegt es natürlich nahe,
dass der CPU-Kühler in der gleichen Optik gehalten ist. Wir schauen uns mal die Unterseite an. Vernickelt, ja. Sieht eigentlich ganz gut aus hier so ein bisschen, aber das empfiehlt sich ja eh immer, auch wenn ihr sowas neu kauft, reinigt das auf jeden Fall vorher mit Reinigungsbenzin. Das empfiehlt sich auf jeden Fall, dann mit wirklich so das letzte bisschen an Schmutz, sage ich mal, noch entfernt wird. Ja, das ist eigentlich auch schon der Kühler. Zum Kühler selber, wir haben hier bei dem XPX ein neues Kühlerdesign. Und zwar ist es natürlich immer heutzutage so, dass man immer versucht, die Vorgängerversion zu toppen. Ein typischer Aufbau eines Kühlers wäre, wenn wir jetzt hier mal ganz kurz gucken, eine In- und Out-Bezeichnung haben wir hier nicht drauf. Ihr habt ja, wie gesagt, hier einen Kühler ohne Pumpe. Dementsprechend, was ihr als In- oder Out benutzt, ist theoretisch eigentlich egal. Wenn ich mir das hier aber genau mal anschaue, vom Aufbau her empfiehlt es sich, dass das hier der In ist, weil ihr habt nämlich hier quasi noch so eine Biegung mit drin. Das heißt, das Wasser fließt hier rein. Es hat eine Biegung, dadurch fällt das Wasser nicht direkt unten in die Kammer. Normalerweise habt ihr nämlich so die Kühlvariante, Wasser geht rein, fließt einmal so rüber, geht hinten wieder raus. Hier ist es ein bisschen anders. Das Wasser geht oben rein, geht hier über diese Wippe und unten fließt das dann runter, also direkt auf den Kern, komplett zentral. Das heißt, überall kommt das Wasser gleichzeitig an. Und als zusätzliche Verbesserung gibt es hier mittig, ja, also das kann ich euch natürlich jetzt hier nicht zeigen, gibt es noch so eine zusätzliche Verstrebung drinne, die quasi das Wasser, was oben reinkommt, nochmal aufsplittet und dann wirklich konstant in beide Seiten schön auf den Kühler hier unten, der dann hier drunter aus Kupfer besteht, dann natürlich das Wasser auftritt. Und dementsprechend habt ihr auf jeden Fall eine exzellente Kühlleistung dadurch. Ist auf jeden Fall sehr, sehr innovativ. Ist jetzt mit Sicherheit schon fast so das Nonplusultra, was ihr euch im Wasserkühlbereich kaufen könnt, wenn ihr einen CPU-Kühlerblock habt, der diese Technik einfach hat. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Qualitativ auch perfekt. Also das Plexi sieht gut aus. Das Saturn sieht auch gut aus. Jetzt habe ich natürlich hier wieder schön ohne Handschuhe angefasst. Das wird natürlich nachher wieder viel Arbeit beim Putzen. Wie gesagt, Saturn ist relativ fingerabdruckempfindlich und das Ganze wieder sauber zu machen, ist dann halt immer ein bisschen nervig, sage ich mal. Ja, so viel zu dem Kühler. Wir haben hier noch Fittinge. Werden die mal ganz kurz einmal draufschrauben, damit ihr euch das Ganze auch mal mit der Anschraubtülle anschauen könnt. Als erstes natürlich das hier oben abschrauben. Jetzt nehmt ihr die Anschraubtüllen, schraubt die hier rein. Wichtig, kein Werkzeug benutzen, wirklich nur zack, handfest, das reicht. Ja. So, der Verschluss, den steckt ihr dann am Ende quasi auf die Hardtube und wenn die Hardtube dann noch drauf ist, könnt ihr die dann quasi hier erstmal reinfriemeln und dann ist das jetzt schon vorbereitet, schiebt das einfach nur noch runter und schraubt, ja, ohne Tube ist es jetzt ein bisschen Fummelarbeit, weil das Gewinde ist halt sehr fein, so, und dann schraubt ihr das fest, auch hier handfest, kein Werkzeug, keine Zange oder sonstiges verwenden und dann sieht das am Ende halt so aus, ihr habt beide Anschlüsse drauf, Hardtube und das war's dann eigentlich auch schon. Das war dann eigentlich auch schon alles zu dem CPU-Kühler, beziehungsweise das haben wir euch eigentlich auch noch erzählt, dass wir das machen. Und zwar habt ihr hier das Mounting Kit für Intel. Das ist ziemlich easy gemacht. Ihr habt hier so eine kleine Führungsschiene. Ja, da könnt ihr das quasi hier so reinstecken. Und auf der anderen Seite müsst ihr ganz kurz gucken, dass es auch richtig rum reinsetzt. So. Und dann macht es Klick und das war es dann auch schon. Das heißt, ihr seid jetzt fertig mit der Vormontage, dass quasi so die wichtigsten Elemente an dem Kühlblock vorhanden sind. Wie gesagt, noch die Backplate ans Mainboard schrauben und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen und den Kühler auf euer CPU-Sockel natürlich setzen.
Und dann kann natürlich auch schon das fröhliche und frohe Hardtube-Biegen beginnen. Dazu wird es ja später auch noch ein Video geben. Bis dahin sind wir erstmal hier fertig. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben. Wie gesagt, wenn nicht, Daumen auch gerne nach unten. Solltet ihr einen Daumen nach unten geben, bitte teilt uns doch unten in den Kommentaren mit, was euch denn nicht so gefallen hat, damit wir, wie gesagt, in den nächsten Videos uns das Ganze an Kritik zu Herzen nehmen können und wir natürlich Besserung geloben können. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal.